Upcycling mit Otto. Heute zeige ich euch, wie man ein altes Jeanshemd, das bestimmt jeder von uns im Kleiderschrank hängen hat, mit transparentem Stoff aufpeppen kann. Dazu braucht ihr ein Jeanshemd eurer Wahl und transparenten Stoff. Ein paar Stecknadeln, Stoffkreide, eine Stoffschere und eine Nähmaschine. Zunächst schneidet ihr den Rücken des Hemdes aus, genau an dieser Naht entlang. Plant dabei etwa 1 cm als Nahtzugabe ein. Das ausgeschnittene Stück könnt ihr nun als Schablone für den transparenten Stoff benutzen. Legt es dabei einfach auf den Stoff und zeichnet dann mit Kreide die Konturen nach. Auch hier die 1 cm Nahtzugabe nicht vergessen. Nun den neuen transparenten Rücken ausschneiden. Seid lieber etwas großzügiger, nicht dass der Stoff nachher knapp wird. Stoff und Hemd nun rechts auf rechts legen und mit einigen Nadeln abstecken. Schaut genau, wie ich das mache, dann erhaltet ihr später saubere Kanten. Die Kanten jetzt mit einer einfachen Naht zusammennähen. Und fertig ist euer individuelles Jeanshemd. Habt ihr nicht auch Oberteile, die ihr lange nicht mehr getragen habt? Mit wenigen Handgriffen bekommt ihr so wieder ein neues Lieblingsteil in euren Kleidern.